Hi, ich bin Froni und das sind meine Wuffs. Das sind Barney und Hamlet. Wir hatten ein ultra spannendes Wochenende. Wir waren zu Besuch bei Mirko Barnecke. Mirko ist Dummy-Trainer, insbesondere Spaniel-Trainer. Und er führt selber Spaniels der Arbeitslinie und geht mit denen auch auf die Jagd. Und wir hatten einen Crashkurs für Buschieren. Was das genau ist und wie das aussieht, was Mirko da mit seinen Spaniels macht, das gibt's heute. Ganz viel Spaß damit. Ich bin total geflasht immer noch. Hallo Mirko. Hallöchen. Servus. Du hast Spaniels, ganz besondere Spaniels, und zwar Working Spaniels. Warum hast du diese Hunde? Was liebst du so an denen und was machst du mit denen? Ja, das ist die Working-Linie, die Original-Working-Linie aus dem Mutterland. Was ich an denen liebe, ist auf jeden Fall, man muss sie einfach gesehen haben. Ich glaube, jeder, der mit Hunden arbeitet und sieht sie arbeiten, das spricht für sich. Wie ich dazu gekommen bin, ich habe einer normalen Dummy-Prüfung, eine Richterin hat einen Hund dabei gehabt und das war ein Working Springer. Den habe ich gesehen und habe gesagt, was ist das? Will ich es wissen? Habe mich dann dementsprechend darum gekümmert, was es ist, war im Mutterland, habe die Jagen sehen und ja, dann war es um mich geschehen. Und so ist es auch, dass ich mit denen Dummy mache, also Spaniel Dummy, ja, kein Retriever Dummy, Spaniel Dummy, unter anderem auch mit denen jagen gehe. Also wofür sie eigentlich gedacht sind, auf Niederwildhase, Kaninchen, Fasan, Ente. Das heißt, was machen die? Was ist so die Aufgabe auf der Jagd? Die Hauptaufgabe ist erstmal die Arbeit vor dem Schuss. Das heißt, sie müssen das Wild hoch machen, damit der Jäger zum Schuss kommt. Und danach gegebenenfalls abortieren. Und ganz wichtig auch bei den Spaniels sind die Runner, also das angeschossene Wild, was flüchtig weggeht, dass sie das auch verfolgen und zurückbringen. Wir haben ja vorhin ein bisschen was gemacht mit deinen Hunden. Das war so eine Kombination aus wahnsinnig vielen Sachen. Also du hast immer mehrere Hunde dabei. Die einen müssen Fuß laufen. Dann hast du mal irgendwie was geworfen. Das wurde aber dann nicht gearbeitet. Also du hast auf der einen Seite ganz, ganz viel Action, auf der anderen Seite aber super viel Kontrolle in den Hunden. Aber sie bringen auch viel mit, muss man auch zugeben. Ja. Es ist so, wenn man länger jagen geht, ist es einfach, dass ein Hund zu wenig ist. Die Hunde haben 10 Minuten, Viertelstunde, man sieht es ja, die suchen sehr intensiv. Ja, und nach 10 Minuten, Viertelstunde ist im Endeffekt die Luft raus. Sie rennen noch, aber sie suchen nicht mehr sauber. Und deswegen sind die anderen zwei in Wattestellung. Fuß ist jetzt übertrieben. Sie sind bei mir. Sie wissen, dass sie nicht dran sind. Der andere Hund arbeitet. Und man kann halt mit Dummy alles ein bisschen ähnlich nachempfinden. Wenn ich was werfe, sollen sie stehen bleiben, weil es ist sozusagen der Fasan, der geschossen wird und runterfällt. Ich kann den Hund direkt schicken oder ich schicke einen anderen von meinen, aufgrund vom Alter, aufgrund von den Leistungen, unter anderem auch für die Steadiness. Weil wenn die Hunde natürlich immer wissen, es fällt was, das dürfen die holen, geht die Steadiness verloren. Dann habe ich ja auch mal immer wieder was heimlich ausgelegt. Das sind dann sozusagen die Blinds,
was auch vorkommt, dass quasi was erlegt wird. Der Hund sieht aber nicht, wo es ist. Und du musst ihn dann einweisen können. Ähnlich wie beim Retriever, bloß dass beim Spaniel mehr aus der Suche entsteht. Man kann den Hund auch auf den Bein schicken, klar. Aber hauptsächlich wird er sozusagen aus dem Buschieren gestoppt und dann zum Apport geschickt, eingewiesen. Und was auch bei denen schön ist, man kann es schön trainieren, der eine Hund muss warten. Der sucht mit höchster Intensität, stoppt und dann drehe ich mich rum, nehme einen anderen Hund. Es könnte auch ein anderer Hund sein aus der Jagd und der Hund wartet. Können, natürlich muss man es trainieren, ja, die können, bringen das nicht mit. Jeder weiß, dass das auch Arbeit ist. Aber es geht relativ fix. Und dann können die sauber warten, ohne Fieben, ohne irgendwas. Und wenn die wieder arbeiten dürfen, sind die wieder auf 100%. Und das hat mich schon immer so fasziniert, dass ich einfach die Hände von diesen Workern nicht mehr lassen kann. Und es ist ja der Ursprung Spaniel. Also wenn man uralte Bilder findet, es ist eigentlich genau der Spaniel, was den wie der Spaniel entstanden ist. Was würdest du sagen, was ist so der größte Unterschied zwischen der Showlinie, die wir jetzt hier hauptsächlich haben, und den Workern? Also wir haben ja heute schon ein bisschen auch mit Hamlet gearbeitet. Was ist dir da so aufgefallen, was bei deinen ganz anders aussehen würde, auch am Anfang? Definitiv einmal die Stimme. Also sie sind stumm. Der Standard-Spaniel bei uns ist laut, weil er auch eine andere Art der Jagd hat, also die sind spurlaut oder sollen spurlaut sein. Dadurch ist die Stimme deutlich lockerer und oft auch erregungslaut, was bei den Workern eigentlich nicht ist. Also es Zuchtauslese. Da gibt es natürlich auch, wie bei den Retriever, soll sie eigentlich auch nicht sein. Aber es ist echt schwer, dieses höchste Motivation, Aufregung und es nicht in die Stimme äußern. Bei den Tollern hat man es auch viel eigentlich, gell? Zum Beispiel, ja. Also es gibt kaum einen Toller, der es hoch schafft, weit schafft, nicht weil er die Leistung nicht hat, sondern weil er meistens raus will, weil er piept. Mhm. Ja, und das ist ein großer Unterschied, extrem will to please, also das gibt es nicht, dass du deinen Hund überreden musst, dass er mit dir arbeitet. Also du musst eigentlich eher bremsen, dass die wollen nonstop mit dir arbeiten. Wenn du aber mit ihnen nicht arbeitest, beschäftigen die sich schon selber. Das sind Jagdhunde und die sagen dann, okay, gehen wir stiften oder das machen die genauso. Wenn du aber mit ihnen arbeitest, würden die nie stiften gehen. Nee, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also ich kenne das gar nicht. Wie schaffst du es, dass die so nah bei dir bleiben? Du hast ja auch gesagt, beim Gassi gehen die schon auch mal weit weg. Aber die sind ja jetzt bei den ganzen Szenen, die wir da gesehen haben, die sind immer bei dir und gucken die ganze Zeit nach dir. Genau. Im Endeffekt ganz einfach über Beuteerfolg formen. Also Beute ist ja für einen Hund erstmal weiträumig, kann Tennisball sein, kann natürlich wirklich echte Beute sein, aber du kannst ja nicht auch einen Hasen mit dir rumtragen, der arme Hase, sondern du arbeitest mit Ersatzbeute. Bevorzugt Tennisbälle, weil du auch den Bewegungsreiz mit Rollern ein bisschen hervorrufen kannst, wie beim Dummy Pup das Feld. Rollern finde ich immer ganz gut. Und man machen die Hunde, muss man auch ein bisschen Tennisball geil. Ne? Also für die ist das echt eine Belohnung. Meine Hunde nehmen definitiv lieber einen Tennisball zur Belohnung als wie ein Leckerchen. Und damit formt man die. Und die wollen unbedingt ihre Beute finden, und immer wenn sie die Beute bei dir in der Nähe finden, dann werden sie kürzer. Und das musst du halt ihnen klar machen, durch viel Arbeitsfreude, durch Signal, dass vor dir Beute ist. Und dann werden die einfach kürzer.
Was ist das allererste, was du mit deinen Hunden machst? Allererste? Ja, was du trainierst. Buschieren. Ja, und ja. Wie machst du das, wenn die noch ganz klein sind? Also im Endeffekt ist es so, es gibt auch Videos von mir, ich nehme einen Welpen, der gerne trägt. Das ist Grundvoraussetzung erstmal. Ja, der muss gerne, und ich nehme dann irgendeinen Gegenstand, den er gerne trägt, bevorzugt Socken. Sockenknoten, so einen kleinen, ja. Aber später tragen sie auch mit 5 noch die Socken rum. Aber egal. Und den werfe ich als erstes Mal. Dann rennt er hin. Ich freue mich, renn weg. Er rennt mir hinterher und ich knuddel ihn. Er kommt hoch und streichle ihn und nimmt die Beute nicht ab. Habe meistens einen zweiten Socken. Und dann sorge ich schon dafür, dass der Socken nicht mehr sichtbar ist für den Hund. Und dann gucken wir und gehen miteinander suchen. Der wird ihn finden, weil die Nase eh schon an ist. Und dann geht es eigentlich schon los, dass man wieder wegläuft. Mach so einen Apport, aber viel mit Suchen. Mhm. Also nicht, man wirft 1-2 Mal, aber man wirft zum Beispiel in einen Wäscheberg rein. Beispiel. Oder irgendwo, ich will, dass der Hund mit der Nase findet und nicht mit den Augen. Mhm. Und das ist das allererste, das mache ich, sobald ich den Welpen habe, mit 8 Wochen, 12 Wochen, wie ich ihn halt bekommen habe. Und dass er bei dir findet? Bei mir. Immer bei mir. Man nimmt den jungen Hund und gockert ein bisschen und schaut. Und dann hat man kaum Cover, also kaum Untergrund. Es langt Laub, dünne Fußballplatzwiese. Und dann findet er das. Und dann freut man sich. Und dann findet er das mit der Nase. Und dadurch werden die automatisch schon kürzer. Und wichtig ist aber, dass sie vor einem finden. Also nicht hinter einem, sondern vor einem. Und dann entwickelt sich das. Und dann kommen die gar nicht auf die Idee, weiterzugehen. Wir gucken uns jetzt auch gleich noch den Cocker an. Ihr habt ja Cocker und Springer, beides Arbeitslinie. Was ist jetzt da der Unterschied? Gibt es da einen Unterschied? Sind die Cocker verrückter? Hört man ja oft. So. Ja. Sie sind ein bisschen eigenständiger. Mhm. Also sie haben ein bisschen eher einen eigenen Kopf. Deswegen sind sie in England auch beliebter, wenn es um die Runner geht, also quasi um die angeschossene Wild, was wegläuft. Da sagt man, es sind die Cocker nissiger. Also die bleiben länger dran. Der Springer wird dafür ein bisschen führiger, ja, der Cocker weniger führiger. Kann ich jetzt nicht, also wir haben jetzt einen Cocker und 3 Springer, kann ich gar nichts sagen. Sie sind nicht schneller, finde ich, sie sind wuseliger. Also sie sind deutlich wuseliger. Ja. Aber, also das wird ihnen nachgesagt, dass sie nicht so führig sind, was ich jetzt nicht bestätigen kann. Ist es denn jetzt trotzdem, wenn ich jetzt so einen ganz normalen Spaniel habe, ist es eine tolle Auslastung mit denen, auch so Buschieren anzufangen, Buschieren zu arbeiten? Natürlich. Können immer. Die das lernen? Jeder kann es lernen, ja. Und gerade unsere Spaniel, ob es ein Standard ist, ob das ein Worker ist, ist völlig egal. Jeder weiß, der einen Spaniel hat, die Nase klebt am Boden. Und wichtig ist halt, dass er Beute finden möchte. Also das ist wirklich das Allerwichtigste, auch wenn er dann daheim mit dem Schuh kommt, ja, nicht schimpfen, Schuhe wegräumen, ja, sondern dass er diese Prüngfreude einfach hat. Und damit kannst du den genauso formen. Der Worker ist halt schneller, aber schneller ist auch nicht immer gut. Ja? Wenn die dann 5-mal über die gleiche Stelle rennen und das Dummy überlaufen, ist es auch nicht immer das Beste. Ne? Es wird den Workern quasi im Mutterland nachgesagt, dass die oft zu schnell sind mittlerweile und die Nase vergessen dabei. Aber du kannst einen Standard, wir haben ja auch einen Standard-Spaniel, der buschiert genauso. Und die macht das auch unwahrscheinlich gerne. Sie ist halt nicht so schnell, aber deswegen ist sie genauso gründlich. Und es ist denen eine Leidenschaft. Also jeder, der meint, sein Hund hat da keine Lust drauf, soll bitte mal vorbeikommen. Das ändern wir ja hundertprozentig. Ich fand es tatsächlich auch krass bei Barney. Barney sucht sich eigentlich eher so seine eigene Beschäftigung. So, ach, da riecht's gut, aber der hat jetzt echt erstaunlich gut auch mitgemacht. Ja, es macht ihm immer cool. Spaß. Du musst halt quasi auch mit dem Hund, also du musst gucken, was der Hund für Leidenschaft hat.
an Beute oder irgendwas und das musst du einbringen. Du kannst ihm nicht das erzwingen. Und man geht auch mit Druck nicht. Es geht mit Druck nicht. Finde ich auch spannend, dass du auch gesagt hast, du würdest auch dann einfach mal ein Futterdummy reinlegen, wenn der Natürlich Hund den Futterdummy alles. Toll findet. Ob das Fell oder irgendwas ist, es geht halt einfach nur darum, er muss voller Leidenschaft sein, um es finden zu wollen. Und dann kann ich ihn formen. Mega. Eine Sache musst du noch erklären, das finde ich so cool. Deine Hunde sind ja quasi auf den Bewegungsreiz steady. Das heißt, wenn da irgendwas flitzt, verharren die sofort. Und du hast eine ganz spezielle Art und Weise, das zu trainieren. Mein Impulskontrolltraining läuft so, dass der junge Welpe schon ein Freigabesignal beigebracht bekommt. Bei mir ist es jetzt Jip. Ja? Das heißt, ich habe den Welpen, mache Jip und er darf hinterher. Jip, Jip, Jip. Und dann gehe ich her und lege den wortlos hin, den Ball. Jeder normale Hund rennt hin. Und immer wenn der hingeht, nehme ich wortlos den Ball hoch. Die Hunde frustrieren irgendwann so extrem, dass es teilweise kratzen. Und in dem Moment, wo der Hund verharrt, belohne ich mit einem zweiten wieder mit Freigabesignal. Das macht man. Und dann entsteht es, dass die sozusagen, es fällt was und erstmal verharren, weil sie dieses Negativgefühl von dem Hochnehmen haben. Es gibt kein Schimpfen, es gibt gar nur das Hochnehmen, frustriert die Hunde später so, dass die verharren. Und das Verharren belohne ich immer mit einem anderen Ball oder mit irgendeinem anderen Freigabesignal. So geil. Sollte eigentlich jeder Hund können, dann hat man auch so als Hundehalter im Alltag eigentlich ein sehr stressfreies Leben. Ja, wenn man Gassi, also ja. Normal spazieren geht und rennt der Reh weg oder so. Zack, Hund sitzt. Die warten alle. Also das ist das Schöne, ich kann mit meinen Hunden, egal wie jagdtriebig die sind, ich gehe spazieren und wenn die was hochmachen, also oft ist es wirklich so, dass ich gar nicht sehe, was warten sie jetzt? Was machen sie jetzt? Alle stehen da und schauen mich an. Okay, und dann hinten sehe ich dann den Hasen laufen. Ah ja. Belohnst du dann irgendwie mit dem Ball? Oder? Immer mit Ball, ja. Also meine Hunde werden auch in der Freizeit immer belohnt, immer. Also man kann das vergessen, dass man das Verhalten irgendwann trainiert hat und dann hat man das. Das könnt ihr vergessen. Also man muss immer belohnen. Ja? Und jeder weiß es. Ne? Wenn man einen Hund hat und der kann am Anfang ganz toll sitzen und man schleicht das Leckerchen aus und dann irgendwann sagt man, braucht es nicht mehr, merkt man ganz schnell, dass das nicht so ist. Also man muss nicht jedes Mal belohnen, aber man muss die Belohnung definitiv hochhalten. Und gerade beim Stopp, der ist nicht schwer, nicht leicht. Und dann, ja, also ich gehe immer mit Tennisball spazieren. Immer.